Herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag unserer Frühjahrsvortragsreihe. Heute mit dem Thema Meine Immobilie im Alter. Vererben, verschenken oder verkaufen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier die nächste halbe, dreiviertel Stunde mit mir gemeinsam zu verbringen und hier dieses Thema einmal zu beleuchten. Mit dem Thema Immobilie und Alter gibt es doch ein paar Dinge, die wir gemeinsam haben und hier auch gemeinsam betrachten sollten. Mal die Relativität des Alters, was bedeutet das für uns als Gesellschaft, was bedeutet das für uns als Menschen, welche Auswirkungen hat Alter auch die Pensionen betreffend. Mit dem Alter muss man auch den Blick auf die allgemeine und auch die spezielle individuelle Lebenssituation legen. Wie schaut sie derzeit aus und wie wird sie im Guten und im weniger Guten glauben in 10, 20 oder 30 Jahren sein? Und damit ergänzt sich auch das Thema der Immobilie, denn abhängig von diesen Parametern hängt es ja auch dann ab, wie und wo ich wohnen will und wie und wo ich wohnen kann in weiterer Folge. Daher beleuchten wir diese Themen, auch zu sehen, was muss ich rechtzeitig entscheiden, worauf muss ich mich vorbereiten, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, um Entscheidungen treffen zu können, was muss ich dabei beachten, wenn ich Entscheidungen treffe, hat das finanzielle Auswirkungen und wenn ja, welche und wer kann mir wie und wo und wann am besten in dieser Situation dann helfen. Das heißt, heute erwarten Sie viele Fragen, die wir in den Raum stellen, viele Fragen, die sich dann bei Ihnen wahrscheinlich auch ergeben werden aus dem Vortrag. Wir werden wenige Antworten, aber dafür wichtige Antworten liefern. Wir werden versuchen, viele Denkanstöße Ihnen mit auf den Weg zu geben, damit Sie Ihre Entscheidungen gut vorbereiten können. Aber es wird auch keine Fertigrezepte geben, denn jede Entscheidung, jede Lebenssituation, jede Immobiliensituation ist eine sehr individuelle Situation und damit kann es kein Instant-Fertigrezept geben, sondern braucht die entsprechende individuelle Betreuung. Ihre Vortragenden heute, und da freue ich mich, dass ich einen Gastmoderator mit mir an der Seite habe, nämlich jemand, der sich sehr profund mit dem Thema im rechtlichen Bereich auskennt, Magister Karl Strasser, öffentlicher Notar in Amstetten, wird dann den Teil von mir übernehmen und Sie in den rechtlichen Bereichen begleiten. Und mein Name ist Christian Hörtlitschker. Ich bin hier bei RE/MAX Österreich im Bereich der Akademie zuständig und mit dem Thema Wissensaufbereitung, Wissensvermittlung und damit auch sehr gut mit den Informationen, die in diesem Zusammenhang entstehen, vertraut. Ja, steigen wir ein. Schauen wir uns mal den Begriff des Alters im Blick auf die Gesellschaft an und die Konsequenzen, die sich aus der Gesamtstruktur Alter, dem Gesamtthema Alter, ableiten. Ich habe Ihnen hier mal zwei Bilder mitgebracht, wo wir den Altersprozess damals und heute darstellen. Das linke Bild ist eine Person, die genauso alt ist wie die Person, die Dame auf der rechten Seite, nämlich 60 Jahre. Und wenn wir das Rad der Zeit um 50 Jahre zurückdrehen, dann war man damals mit 60 alt. Und wenn wir heute uns anschauen, wenn wir alt wir aussehen und wie alt wir uns fühlen mit 60, dann ist das mittlerweile ein ganz anderes Lebensgefühl, aber auch eine gesamte andere körperliche Situation. Denn die 60-Jährigen von damals würden heute wahrscheinlich 75 sein, während wir uns heute mit 60 noch eigentlich sehr fit in der Gesellschaft verankert fühlen. Einen guten Ausblick auf die Vergangenheit und auch auf die Zukunft gibt die Alterspyramide, die Sie ja möglicherweise kennen, nicht aber trotzdem wichtig, sie auch zu sehen, denn in dieser Alterspyramide ist doch dargestellt, wie sich die altersdemografische Entwicklung in der Bevölkerung auch prognostisch für die Zukunft darstellen wird. Und wir kennen ja auch aus unserem Pensionssystem heraus, dass wir ein Umlageprinzip haben und kein Vorsorgeprinzip. Das heißt, die Jungen haben hier über einen Generationenvertrag die Aufgabe, die Alten in ihrer Pension entsprechend zu begleiten. Und solange hier ein System funktionieren kann, dann braucht es dazu eine entsprechende Menge an Jungen, die erwerbstätig sind und ihre Beiträge dazu leisten können, um die in Pension befindlichen Personen auch entsprechend zu tragen. Und was man hier an diesen Säulen bereits sehr gut erkennen kann, ist diese berühmte Babyboomer-Szenerie, also alle, die so in den 60er Jahren, 60, 61, 62 geboren sind, eine ganz große Gruppe ausmachen. Sie sehen auch hier die entsprechende Auskragung, die nach oben wandert und dann im Jahr 2035 auch massiv in der Pensionsecke angekommen sind. Gott sei Dank ist das darunterliegende Bauwerk der jungen Erwerbstätigen auch in einem Ausmaß, dass es zumindest möglich macht, über derartige Unterstützungen auch aus der Jugend, aus der erwerbstätigen Jugend auch zukünftig zählen zu können. Aber die Frage ist, ob sie in dem Ausmaß wie auch heute stattfinden kann.
Wie gesagt, wir haben zurzeit ein Umlageprinzip, das heißt, ich trage mit meinem Erwerbseinkommen dazu bei, dass ich einen Pensionsbeitrag ins System einzahle, das dann gestützt wird aus den Steuern. Aber ich trage nicht für meine eigene Pension bei, wenn ich etwas eintrage, das wäre dann das Vorsorgeprinzip, sondern ich trage an den jetzt gerade Nutznießern, den jetzigen Pensionisten bei, dass deren Pensionen gesichert sind. Alles, was wir als Pensionsvorausschau kennen, wissen wir auch, dass es eine reine Berechnungsbasis aufgrund der heutigen Situation ist, die allerdings auch nur eine Vorschau ist und auch nicht sicher sein kann. Und ich glaube, diejenigen unter Ihnen, die bereits in dem Bereich Pension selbst erleben oder von ihren Eltern oder Großeltern das miterlebt haben, haben sich die Pensionen in den letzten Jahren bis Jahrzehnten doch immer wieder deutlich adaptiert und an die jeweiligen Situationen anpassen müssen, weil sich eben genau dieses Umlageprinzip auch entsprechend verändert hat in der Vergangenheit. Wie schon gesagt, es gibt kein Patentrezept, weil jede Lebenssituation eine individuelle Situation ist. Und die wollen wir kurz beleuchten, wie individuell denn diese Lebenssituationen sein können. Wir haben einmal die Situation, dass ich in meinem privaten Umfeld schaue, wie schaut es aus, wie bin ich denn in meiner Familie aufgehoben, wie schaut es aus mit Kindern, mit Verwandten, möglicherweise Erben, die dann in meiner Zukunft darauf auch auf mich achten werden, wenn ich in die Situation einer Pensionssituation komme. Bin ich dann eingebettet in meiner Familie oder bin ich lieber einer, der sagt, das ist mir nicht so wichtig, ich bin ein Globetrotter, ich nutze die letzten Jahre meines Lebens noch dazu, Dinge zu erleben, Teile der Welt zu sehen, die ich bisher noch nicht sehen konnte, mache mich daher unabhängig von Zeit und Ort und bin dann im Leben unterwegs. Oder aber ich bin der Großfamilienmensch, der hier versucht, in die Nähe der Familie zu kommen, um die Zeit, die ich dann noch habe in meiner Pension, auch entsprechend gut behütet oder auch betreut zu sein, wenn es notwendig wird. Oder habe ich vielleicht noch ganz andere Pläne in meiner Zukunft vor, die vielleicht aber auch nicht unbedingt von mir getragen sind, sondern die auch möglicherweise von meiner Familie getragen wird, aber auch im negativen Sinne getragen werden könnte, weil sind die interessiert daran, auch hier vielleicht in meiner Immobiliensituation beizutragen, aber auch in meiner Pflegesituation beizutragen. Nicht immer sind Familiensituationen so, dass sie hier zu glücklichen Lösungen am Ende des Tages führen. Das Gleiche auf der Seite des Immobilienbesitzes. Haben Sie schon Besitz? Haben Sie noch keinen? Denken Sie noch über Besitz nach? Es gibt ja auch hier die unterschiedlichsten Varianten. Ich habe Ihnen hier ein paar mitgebracht, wie Immobiliensitz grundsätzlich aussehen kann. Immer sehr individuell, auch abhängig von der Lebens- und Einkommenssituation natürlich, ob es ein eher kleineres Häuschen war, ob es ein größeres Anwesen ist, ob es ein Investment vielleicht in ein Zinshaus war. Also gibt hier unterschiedliche Zugänge, wie Immobilienbesitz ja grundsätzlich gestaltet sein kann. Die Frage ist nur, wenn ich auf die Zukunft schaue, wenn er vorhanden ist, ist der adaptierbar? Das heißt, kann ich den Immobilienbesitz auch so verwenden, wie er tatsächlich momentan ist? Oder brauche ich den dann in einer adaptierten Art und Weise, wenn es darum geht, dass ich mich an meine Alterssituation anpassen muss? Auch da gibt es ja dann viele verschiedene Varianten, die es mir möglich machen, vielleicht in meinem Haus zu bleiben oder eben auch nicht. Aber das gilt es zu überprüfen. Wie schaut es mit der Belastung aus? Habe ich entsprechende Kredite oder andere Belastungen auf meinem Grundstück, auf meinem Haus, auf meiner Wohnung, die dann hoffentlich zum Zeitpunkt meiner Pensionierung abgelaufen sind, dass ich mit dem, was ich dann noch an Pension habe, auch den Erhalt meiner Liegenschaft entsprechend sicherstellen kann. Ist meine Liegenschaft möglicherweise teilbar? Das heißt, kann ich in meiner Liegenschaft verbleiben, aber Teile davon nur mehr selber nutzen, weil ich auch nicht mehr brauchen kann, den einen anderen Teil meiner Liegenschaft vielleicht einer weiteren Nutzung zuführen. Auch das ist eine Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen kann. Oder wenn ich über andere Varianten nachdenke, kann ich ihn vielleicht zur Gänze vermieten und aus diesen Mieteinnahmen ein Zusatzeinkommen in meiner Pension generieren? Oder muss oder will ich überhaupt darüber nachdenken, ihn zu verkaufen und damit mit diesem Geld, das dabei herauskommt, andere Wege einschlagen, die meine Pension oder meine Pensionsvorsorge betreffen? Es hängt natürlich sehr stark vom Platzbedarf ab, was ich dann zukünftig mit der Immobilie mache. Habe ich meine Familie bei mir? Zieht meine Familie aus? Wird das, was ich habe, plötzlich viel zu groß für meinen Bedarf, den ich notwendigerweise habe? Oder aber ist mein Bedarf am Platz, wenn ich pflegebedürftig werde, vielleicht zu klein?
Und das heißt, ich hätte gar nicht die Möglichkeit, meine Familie oder Teile meiner Familie zu mir zurückzuholen, um auch hier diese Betreuungssituation optimal abdecken zu können. Das heißt, ich muss mir einmal Gedanken dazu machen, ob der Platzbedarf ist schon mal ein erstes Indiz in die Richtung, wie kann ich denn mit meiner Immobiliensituation überhaupt grundsätzlich vorgehen. Wie lebe ich denn auch sonst? Da bin ich jemand, der gerne Gastgeber ist. Das heißt, dann brauche ich eher mehr Raum, mehr Fläche. Oder bin ich jemand, der lieber zu Gast ist? Dann kann ich auch mit einer kleineren Fläche zukünftig mein Auslangen finden. Also die Idealsituation sollte dahingehend auch abgestimmt sein, wie ich mich momentan fühle und wie das auch zukünftig in meinem gesamten Lebenskonzept gut verankert werden kann. Mein Lebensstil ist der nächste Grundsatz, über den ich mir nachdenken muss, wie denn das in der Zukunft sein wird. Bin ich jemand, der vom Eigenversorgen lebt, der von, so wie hat das jetzt geheißen, der so aus dem Garten mit Karotte, mit Tomate, mit Selbstversorgung lebt und sehr genügsam auch zu Rande kommt? Oder bin ich jemand, der lieber in die Ferne reist, der das nicht gerade Jet-Set-Leben, aber doch das Leben genießen möchte in vollen Zügen und sich in der Welt noch ein wenig umschauen möchte? Habe ich vielleicht lieber das Thema der Freiheit, mich um nichts und niemanden mehr kümmern zu müssen und auf diese Art und Weise meine restliche Zukunft positiv zu gestalten? Oder habe ich sogar die Situation, dass ich jetzt für mich in die Situation komme, dass ich Eltern habe, die ich zu pflegen und zu betreuen habe und dann später selber möglicherweise in eine gleiche Situation komme und dann darüber nachdenken muss, wie denn das zukünftig auch organisierbar ist, Pflege, Betreuung zu Hause oder in die auch entsprechend auszulagern. Denn wenn eine Pflege zu Hause stattfinden sollte, dann brauche ich dazu auch den entsprechenden Platzbedarf, denn es braucht Sonderausstattung, Sondergeräte, die wahrscheinlich notwendig werden können in der Situation und die brauchen auch ihren Platz. Und wenn ich hier vom Platzbedarf nicht ausreichend bedeckt bin, wäre das eine Variante, über die ich nachdenken muss, mich auch mit dem Immobilienbesitz entsprechend zu verändern. Ja, auch die Frage, ob ich denn überhaupt noch die Kapazitäten dazu habe. Und das ist eine Frage, das ist ganz spannend, weil da ertappen auch meine Frau und ich mich mittlerweile dabei, dass wir darüber nachdenken, wie lange werden wir denn wohl in unserem Haus bleiben wollen. Denn ein Haus ist zwar wunderbar zum Leben, aber es verursacht auch Arbeit. Und die Frage ist, wie auf dem linken Foto, haben wir das im Griff? Und wie lange haben wir das so im Griff, dass wir Freude auch noch daran haben? Oder ab wann wird es beschwerlich, dass mir meine Pflanzen, wie auf dem rechten Bild, einfach über den Kopf wachsen und ich nicht mehr zurechtkomme mit der Situation und dann auch die Freude verloren geht? Also hier diese Einstellung für sich selbst zu finden, ist auch wichtig. Und wenn der Plan A heißt, passt alles, ich habe das im Griff, wie auch immer, dann ist es gut. Aber ich muss darüber zumindest nachdenken und für den Fall, dass es dann nicht so passt, immer auch einen Plan B vorsorglich auch in der Lade liegen haben. Ja, und ein Thema, das natürlich auch in diesem Zusammenhang eines ist, und jeder wünscht sich natürlich, dass es immer so bleibt, dass man bis zum Ende richtig voll fit dabei ist und das Leben in vollen Zügen genießen kann. Und es ist auch jedem so gewünscht. Aber wir müssen trotzdem auch hier wieder auch über einen Plan B nachdenken. Und wenn wir uns jetzt voll fit fühlen, wie ist das in 5 Jahren? Wie schaut es mit meiner Belastbarkeit aus? Wie sieht es in 10 Jahren aus? Bin ich dann vielleicht schon ein bisschen mobilitätsmäßig eingeschränkter? Brauche ich dann zumindest teilweise Unterstützung, um mich vernünftig weiter bewegen zu können? Oder im ungünstigsten Fall werde ich vielleicht sogar zu einem Pflegefall, der Betreuung braucht. Und auch da muss ich entsprechend Vorsorge treffen zum richtigen Zeitpunkt. Denn wenn es einmal dazu kommt, dass ich in die Situation komme und ich dann erst beginne, darüber nachzudenken, dann könnte es sein, dass nicht mehr eine optimale Lösung im Raum steht, mit der ich dann auch gut leben kann und möchte. Heißt, ich brauche entsprechend Absicherung. Ich muss mir überlegen, wie komme ich in dieser Phase dann, wenn ich aus dem Erwerbsleben aussteige, in meinen Rentenabschnitt eintrete, wie komme ich damit zu Rande? Reicht mir eine staatliche Pension? Wie groß ist meine Pensionslücke möglicherweise? Lässt sich ja heute mittlerweile ganz gut ausrechnen, wo man eingibt, was man zukünftig möglicherweise als Pension erwarten kann. Und dann sieht man die Differenz zwischen dem jetzigen Realeinkommen und der zu erwartenden Pension. Das ist die Lücke. Und kann ich diese Lücke dann auch entsprechend bedienen?
im Sinne von, kann ich mir den Standard, den ich heute habe, leisten, weil ich zumindest Verbindlichkeiten abgebaut habe, die einen Bestandteil meines Realeinkommens zurzeit eben auch bedecken. Habe ich vielleicht vorgesorgt, indem ich eine Privatpension als Vorsorge gemacht habe? Wir kennen alle das Drei-Säulen-Modell, das ja vor vielen Jahren schon auch von den damaligen Regierungen in den Raum gestellt wurde, nämlich auch die private Vorsorge zu befeuern, auch hier nicht sich alleine auf die staatliche Vorsorge zu verlassen. Also auch das war ein Thema. Haben Sie das? Perfekt. Haben Sie vielleicht Reserven, weil Sie veranlagt haben, weil Sie in Gold oder in Aktienkurse in die Börse investieren? Auch das ist natürlich die Möglichkeit, Pensionslücken entsprechend abzusichern. Oder aber Sie haben einfach ein Hobby, dass Sie sich ein wenig zum Beruf machen können und dann auch in Ihrer Pension noch, wenn Sie in einer Regelpension sind, entsprechendes Zusatzeinkommen generieren können. Also all das sind die Themen, die dann für die Absicherung der Zukunft relevant sind und mit bedacht werden sollten. Und jetzt wollen wir kurz uns hinüberbewegen auf das Thema der theoretischen Immobilienmöglichkeiten. Was kann hier aus der Sicht der Immobilie für Sie relevant werden, wenn Sie in die Zukunft blicken, in die Pension blicken? Und da haben Sie generell einmal ein paar Varianten, die am Tisch sind. Das eine ist, Sie bleiben wohnen, wo Sie gerade wohnen und sind mit der jetzigen Wohnsituation auch grundsätzlich zufrieden. Es gibt Gründe, wo Sie darüber nachdenken, weil Ihnen das Haus zu groß wird, die Belastung zu groß wird. Na, ich ziehe um, ich suche mir eine adaptierte, eine adäquatere Wohnsituation, mit der ich dann entsprechend besser zurande komme. Oder aber ich bleibe auch wohnen, habe aber mein Bewusstsein dorthin, dass ich in die Immobilie auch vorsorgetechnisch investieren kann. Das heißt, wenn ich rechtzeitig auch in ein Immobilieninvestment einsteige, ist auch das ein entsprechendes Vorsorgemodell für die Zukunft, wenn Sie Immobilienbesitz hier aufbauen. Ja, beim Thema Wohnen bleiben gibt es auch ein paar Alternativen dazu. Die eine ist, dass Sie sich einfach zurücklehnen, nichts tun und warten, was die Immobiliensituation betrifft und hier so die Zeit vergehen lassen, was dann am Ende dazu führt, dass es zur gesetzlichen Erbfolge kommt, weil Sie nicht weit darauf vorbereitet haben, sondern gesagt, hinter mir die Sintflut, ich warte, was kommt und lasse die anderen überrascht sein, wie es dann weitergeht. Aber Sie können natürlich auch sinnvollerweise darüber nachdenken, die Nachfolge zu regeln, dass Sie ja schon für sich definieren, wie soll das dann sein, wenn es mich einmal nicht mehr gibt. Das heißt, ich kann ein Testament machen, ich kann eine mögliche Übergabe vorbereiten. Dazu hören Sie aber dann gleich ein wenig mehr. Sie können, wenn Sie in der Wohnung im Objekt bleiben, und das müssen Sie möglicherweise darüber nachdenken, auf Barrierefreiheit umzudenken. Barrierefreiheit hat aber auch seine Herausforderungen, denn alles, was barrierefrei heißt, bedeutet auch, Sie brauchen mehr Raum. Ob das jetzt beim Treppenlift beginnt, der von der Treppe her breit genug sein muss, dass Sie einen Treppenlift installieren können, ob es um die Möglichkeit eines Rollstuhls geht, wo es nicht darum geht, dass Sie auf einer Ebene fahren, sondern Sie müssen auch daran denken, dass dann auch Türen breiter werden müssen, dass Sie mit dem Rollstuhl rein können. Es müssen Bäder und WCs größer werden, damit Sie auch eine Rangierfläche dafür haben. Also Barrierefreiheit hat auch ihre Herausforderungen, die nicht in jeder Immobilie umsetzbar sind. Und deswegen gilt es, wenn man den Plan hat, wohnen zu bleiben, auch darüber nachzudenken, ob sich das in der eigenen Immobilie überhaupt in dieser Form realisieren lässt. Sie können auch darüber nachdenken, wenn Sie sagen, okay, Barrierefreiheit geht nicht so und wenn ich ein bisschen eingeschränkter bin, dann hole ich mir vielleicht einen Untermieter in meine Immobilie, dort, wo das von den Räumen her möglich ist. Das heißt, wo Sie ein, zwei Räume so separieren können, dass auch ein Untermieter dort Platz findet, vielleicht auch die Möglichkeit eines zweiten Bades haben, um hier entsprechend auch diese Privatsituation für einen Untermieter herstellen zu können. Und den können Sie nun entweder gegen Naturalleistungen, das heißt, dass er für Sie einkaufen geht, der das Haus instand hält, den Garten pflegt, als Untermieter hereinnehmen oder aber einfach auch gegen Bezahlung einen Untermieter hereinnehmen. Das muss einem emotional zusagen, da muss auch der Raum dazu passen, aber es soll ja auch nur eine Idee sein, welche Varianten hier theoretisch möglich sein können, wenn man im Objekt bleiben möchte, das Objekt halten möchte. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das Objekt zu verkaufen und gleichzeitig aber mit einem Wohnrecht nach wie vor im Objekt zu bleiben. Da gibt es auch mittlerweile sehr viele mögliche Varianten, wo ich hier auf Lebenszeit dann in meinem Objekt bleiben kann und trotzdem aber schon über den Erlös des Verkaufs verfügen kann. Nur bin ich halt dann nicht mehr Eigentümer, sondern nur mehr
Nutznießer dieser Liegenschaft. Ja, also wie gedacht, Einbau barrierefrei, wie erwähnt, müssen Sie darüber nachdenken, ob sich das in Ihrem Haus auch entsprechend ausgeht. Und zwar nicht nur in Ihrem Haus, in Ihrer Liegenschaft, auch die Umgebung ist wichtig dabei, ob Sie alles, was Sie notwendigerweise dann brauchen, sollten Sie auf Rollstuhl angewiesen sein oder Rollator angewiesen sein, dass es nicht zu weit weg ist, wenn Sie auch einkaufstechnisch sich entsprechend versorgen müssen. Also ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, an was alles zu denken ist, wenn Barrierefreiheit wirklich ein Thema sein sollte. Ja, auch das habe ich erwähnt für Vermieter und Untermieter, wie Sie den hier entsprechend vielleicht einbauen können, indem Sie ihn für Naturalleistungen oder wie gesagt gegen Entgelt entsprechend im Objekt unterbringen können. Ja, dann bleibt noch die Variante des Umzugs, auch die steht natürlich im Raum. Dann kann ich entweder das Objekt vermieten und aus den Mieterträgen plus der Pension mir hier das Objekt nach wie vor halten, oder ich denke über einen Verkauf nach und werde auf diese Art und Weise auch Herr eines guten Vermögens, mit dem ich dann auch wieder meine Pension und die Notwendigkeiten der Pension gut bedecken kann. Das heißt, neben all diesen Varianten, Sie sehen, es gibt viele davon, gibt es dann zu überlegen, welche ist die für mich geeignetste, womit kann ich am besten aussteigen und mein Auslangen finden, wenn es dann in diese Pensionssituation für mich kommt. Es bleibt noch die Möglichkeit der Vorsorge, das heißt, wenn Sie dann ein Geld ausbezahlt bekommen, Sie müssen ja nicht alles auf die Bank legen, was im Moment auch gar nicht so sinnvoll ist in der jetzigen Zinssituation. Sie könnten ja auch darüber nachdenken, zumindest mit einem Teil dieses Erlöses eines Verkaufes wieder in eine Immobilie zu investieren, eine kleinere vielleicht, die Sie dann auch leichter am Markt draußen vermieten können und auf diese Art und Weise wieder zusätzliche Erträge und eine Aufbesserung Ihrer Pension erreichen können. Ja, was sind so die häufigsten Motive für Umzug? Das eine ist die bessere Wohnqualität in eine eben barrierereduziertere Immobilie. Das kann sein betreutes Wohnen, das kann eine Pflegeeinrichtung sein, kann auch eine Alterssiedlung oder eine Seniorenresidenz sein. Also da bieten sich ja mittlerweile auch schon sehr viele Möglichkeiten an. Es kann ein gezielter Umzug sein, wo man in die Nähe von Angehörigen zieht, um einen leichteren Kontakt zu haben, auch leichter an Pflegeleistungen zu kommen. Oder einfach in ein anderes Viertel, um eine bessere Infrastruktur zu haben, wo man auch ohne Auto wichtige Punkte erreichen kann. Eine neue Umgebung vielleicht, weg von traurigen Erinnerungen, ist auch ein starkes Motiv. Ja, und natürlich gibt es auch jene Übersiedlungsmotive, wo man in Gegenden mit niedrigen Lebenserhaltungskosten zieht, wo man aus Hochpreisländern wie Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Wien einfach ins Burgenland, die Oststeiermark oder ins Wald- und Weinviertel zieht, weil man dort mit dem Erlös der Liegenschaft einfach viel länger sein Auslangen findet, als wenn man in den hochpreisigen Regionen des Landes wohnen bleiben würde. Ja, wenn Sie über Verkauf und Vermietung nachdenken, bei Vermietung ist es wichtig, hier auch eine professionelle Unterstützung zu haben, dass Sie darüber nachdenken, will ich das mit oder ohne Hausverwaltung haben, will ich mir mit all diesen verrechnungstechnischen Maßnahmen auch wirklich meinen eigenen Kopf zerbrechen oder hole ich mir jemanden mit professioneller Unterstützung ins Haus. Und wenn ich verkaufe, gibt es ja auch, wie gesagt, den klassischen Weg, 1:1, Ware gegen Geld oder zu verkaufen und nach wie vor über ein Wohnrecht im Objekt entsprechend bleiben zu können. Für all das gibt es eine Grundlage und das ist der Wert Ihrer Immobilie. Was auch immer Sie damit machen wollen, in welcher Form auch Sie dann in weiterer Folge mit dem Kapital, das da herauskommt, umgehen wollen, müssen Sie wissen, um wie viel geht es denn überhaupt. Und da darf ich auch verweisen wieder auf eine Aktion, die wir gerade bei uns als RE/MAX anbieten, nämlich eine kostenlose Marktwerteinschätzung. Holen Sie sich den Rat von Experten, die die Region kennen, die den Markt kennen, die damit auch sehr gut einschätzen können, was Ihre Immobilie wert ist, wenn Sie darüber nachdenken, egal in welcher Form Sie damit dann zukünftig umgehen wollen. Aber Sie haben eine Grundlage, um eine Entscheidung treffen zu können. Diese Einschätzung ist natürlich individuell auf Ihre Immobilie heruntergebrochen, ist unverbindlich und sie ist garantiert kostenlos, denn Sie sollen einfach einmal wissen, womit Sie rechnen können, wenn Sie darüber nachdenken. Ganz einfach, gehen Sie auf www.remax.at, dort finden Sie die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren und einer unserer Expertinnen und Experten wird sich dann bei Ihnen melden, um diesen Termin mit Ihnen dann auch abzuhalten. Ja, das heißt, wie entscheidet sich jetzt nun dieser Ablauf, wenn Sie eine Immobilie in Ihrem Portfolio für die Pension entsprechend absichern wollen?
Wir haben gesagt, wir checken die Lebenssituation, über die haben wir uns unterhalten. Wir checken in weiterer Folge die Möglichkeiten, die sich aus meiner Immobilie heraus ableiten. Was kann ich machen? Was wird eine größere Herausforderung? Und wenn ich dann eine erste Entscheidungsbasis habe, mir für die Vorbereitung der Entscheidung entsprechend die Profis ins Haus zu holen, die mir dann Möglichkeiten aufzeigen, wie ich in den jeweiligen Situationen am besten damit umgehen kann. Ja, und über das Was nun, was tun, neben dem Immobilienthema braucht es auch die rechtliche Grundlage dazu. Und dazu darf ich nun überleiten, was ist denn wenn? Und Herrn Notarmagister Karl Strasser ersuchen nun seine Ausführungen zum Thema Erben vererben schenken nun uns mitzuteilen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute begrüßen zu meinem Themenblock. Und zwar, wir haben im Wesentlichen drei Themen. Das eine ist das Thema Erbschaft, das zweite ist das Thema unter Lebenden übertragen Vermögen und das dritte Thema ist, mit dem wir uns alle am wenigsten auf Seiten der Veräußerer und Erwerber anfreunden kennen, das Thema, wir müssen auch Steuern zahlen bei Liegenschaftstransaktionen. Beginnen wir mit dem ersten Thema. Das erste Thema teilt sich in zwei Blöcke. Das eine ist der Todesfall ohne Testament. Hier gehe ich von der klassischen Familiensituation aus, zwei Ehepartner mit Kindern. Wie schaut es da aus mit dem gesetzlichen Erbrecht? Prinzipiell hat der Ehegatte ein Drittel gesetzliches Erbrecht und die Kinder teilen sich den Kuchen von zwei Dritteln. Sprich, habe ich ein Kind, bekommt das insgesamt diese Quote, habe ich zwei Kinder, wird durch zwei geteilt, sprich jeweils ein Drittel. Es gibt dann auch noch die Familien-Ehegatte ohne Kinder. Wie schaut es da aus? Und die Variante, meine Eltern leben noch. Ich versterbe, dann kriegt meine Ehepartnerin sozusagen zwei Drittel, leben beide Eltern noch, kriegt der Vater ein Sechstel, die Mutter ein Sechstel, sprich sie teilen sich ein Drittel. Und wichtig ist jetzt, dass also neu geregelt wurde 2017, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil schon vorverstorben ist und keine Kinder vorhanden sind, kriegt der Ehepartner den Anteil des Elternteiles, sprich dieses Sechstel dazu. Todesfall mit Testament ist die zweite Variante, besser bekannt auch Todesfall mit letztwilliger Anordnung. Welche Möglichkeiten haben wir da mit dem Testament? Es sichert natürlich unseren Willen nach dem Tode. Es wirkt immer erst dann nach dem Tode. Also unter Lebenden darf ich natürlich mit meinem Vermögen noch frei verfügen, wie ich es brauche. Es ist jederzeit widerrufbar, was im österreichischen Testamentsrecht sehr wichtig ist. Also es gibt keine hundertprozentige, unwiderrufliche, einmal gemachte letztwillige Anordnung. Und es gibt verschiedene Formen dieser Testamente. Es gibt das eigenhändige Testament. Was ist das? Ich schreibe es vom Anfang bis zum Ende selbst mit meiner Schrift. Und dann gibt es diese fremdhändigen Testamente. Das heißt, die schreibe ich nicht selbst, sondern die schreibe ich zum Beispiel, welches meine Nachkommen mit meinem Nachkommen gut meine, mit meinem Computer, damit sie es auch lesen können. Aber da ist immer wichtig, ganz, ganz wichtig, Sie brauchen drei Zeugen, und zwar nicht Zeugen, die Sie eingesetzt haben oder nähere Verwandte, sondern wirklich ganz fremde Personen. Und wenn nur zwei Zeugen zum Beispiel unterschreiben, ist die gesamte letztwillige Anordnung ungültig. Dann gibt es diese öffentlichen Testamente, die Sie bei Notar, Rechtsanwalt oder Gericht machen. Und was ganz, ganz wichtig ist, das berühmte mündliche Testament, das letzte Hauchal, wie wir immer gesagt haben, in der Intensivstation, gibt es zum Glück seit 2005 nicht mehr. Somit haben wir da diese Versuche, die es ja immer wieder früher gab, dass also Menschen noch bevor eine Person, die dementsprechendes Vermögen gehabt hat, noch bedacht werden, sozusagen von diesen Menschen bedacht werden, das ist seit 2005 ausgeschlossen. Was sind die Vorteile beim Testament mit uns, sprich mit uns Notarinnen und Notaren? Wichtig ist, unsere Erstellung schützt davor vor Anfechtung, sprich, dass die Person nicht mehr testierfähig war, nicht mehr fähig war, ihre letztwillige Anordnung zu machen, dann vor Formfehlern. Hier ist ja in den letzten zwei Jahren eigentlich sind ja diese Entscheidungen des OGH durch die Kassetten gegangen, dass Testamente zusammengefügt wurden, ohne dass sie eine Einheit waren und vielleicht auch später zusammengefügt wurden.
Dann, dass es unklare Formulierungen drinnen gibt. Immer wieder ein Thema bei handschriftlichen Testamenten. Wir können uns zwar vielleicht denken, was die Person gemeint hat, aber wenn es nicht klar formuliert ist, wird es dann zu Themen werden bei der Auslegung der Testamente. Und wichtig ist auch immer, was können Personen sozusagen machen, die in alter Nomenklatur gesagt besachwaltet waren, in neuer Nomenklatur gesagt jetzt Erwachsenen vertreten sind. Dürfen die Testamente machen? Ja. In welcher Form? Da bitte auch zum Notar gehen, weil dann wird die richtige Form gewählt. Was ist, wenn ich mich trenne? Ist mein altes Testament automatisch weg? Da bitte auch immer nachfragen, weil da kann es schon zu sehr schwierigen Situationen kommen, wenn da auf einmal alte Testamente, die zwar vor 20 Jahren noch einen Sinn gehabt haben, 20 Jahre später, aber aufgrund der Familiensituation überhaupt keinen Sinn mehr machen, anwendbar sind. Das Wichtige ist beim, oder wir als Notarinnen und Notare versuchen immer das Testament auch Jahrzehnte noch später gültig zu halten. Wie geht das? Es liegt nicht zu Hause, es liegt bei uns im Original. Sie kriegen eine Kopie und es wird in diesem zentralen Testamentsregister registriert. Was wird da registriert, werden wir auch oft gefragt. Es wird mein Name und mein Geburtsdatum dort registriert und auch meine Adresse, damit es, wenn ich heute von Niederösterreich nach Vorarlberg verziehe, auch wenn ich dort versterbe, von meinem Kollegen in Vorarlberg gefunden werden kann. Es kann das Testament nicht verschwinden. Dann haben wir immer das Thema, wenn jetzt zwei Eltern sich zum Beispiel wechselseitig als Erben eingesetzt haben und Kinder vorhanden sind, dann geht es um das berühmte Wort der Pflicht, der Gebühr den Kindern. Um was geht es dabei? Da geht es darum, Pflicht als Recht ist ein Geldforderungsanspruch gegenüber meinem Vater oder meiner Mutter, die heute die Erbin ist. Wenn Kinder minderjährig sind, dann gibt es das berühmte Schätzen, weil der Geldforderungsanspruch des Kindes immer nach den tatsächlichen Werten des Nachlasses des verstorbenen Vaters oder Mutters eingeschätzt werden muss. Das heißt, man muss Liegenschaften bewerten, man muss Autos bewerten, man muss Firmen bewerten und dann wird gerechnet, was die Pflichtdesquote ist. Die Höhe der Pflichtdesquote ist prinzipiell die Hälfte meines gesetzlichen Erbrechtes. So, jetzt habe ich am Anfang gesagt, klassische Familie, Vater, Mutter, ein Kind spielen wir durch. Vater verstirbt, hat die Mutter zur Erbin eingesetzt, haben wir zuerst gesagt, Mutter würde ein Drittel bekommen gesetzlich, das Kind zwei Drittel gesetzlich. So, jetzt sagen wir, das Kind hat den Pflichtteil, das heißt die zwei Drittel reduzieren sich auf ein Drittel und die Witwe sozusagen kriegt dann dieses Drittel, was vom Kind zur Mutter hinaufgeht. Wichtig ist auch immer beim Pflichtteil oder bei den Testamenten, dass ich als überlebender, eingesetzter Elternteil den Liegenschaftsbesitz in der Natur erhalte alleine und mein Kind nur mir gegenüber diesen Geldforderungsanspruch habe, ich auch in meiner Transaktionsfähigkeit mit meinem Liegenschaftsvermögen in Zukunft nicht eingeschränkt bin, weil bei Kindern unter 18 muss er das Gericht zustimmen und im Gesetz steht immer drin, es muss alles zum Wohle des Kindes sein. Und hier kann es dann schon schwierige Entscheidungen geben, die nicht sehr leicht fallen. Erbfolge etc. bei besonderen Verhältnissen. Ja, wenn ich nicht verheiratet bin, ohne Trauschein oder ohne eingetragene Partnerschaft, das ist ja neu, weil seit Jänner 2019 dürfen gleichgeschlechtlich sie sich auch beim Standesamt als Partnerschaft eintragen lassen. Das eine, dann getrennt Geschiedene, nicht Geschiedene, dann Kinder, Adoptierte, Erheiratete aus früher Ehe, Kinder mit oder ohne Kontakt oder die berühmten Patchwork-Familien. Ja, Lebenspartner, die nicht eingetragene Partnerschaft haben oder nicht verheiratet natürlich sind, haben weiterhin wechselseitig kein Erbrecht. Da gibt es nur den einen Ausnahmefall, wenn gar keiner da ist, also ich auch keine Großcousin, Großcousin, also aus der Verwandtschaft niemand mehr da ist, dann gibt es dieses letzte Erbrecht des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin, aber das haben wir in der Praxis noch nicht gehabt. Dann bei Scheidungen, muss man sagen, werden zum Glück heute die letztwilligen Anordnungen aufgehoben. Vergisst man sie dann zu löschen, hatten wir vor 2017 immer die Thematik, gelten die noch, ja oder nein? Die haben je nach Formulierung meistens gegolten, war natürlich nicht immer ganz glücklich. Dann adoptierte Kinder. Da würde ich sowieso immer zuerst einmal zur
Rechtsberatung raten. Wann hat es Sinn, Kinder zu adoptieren? Bei Kindern unter 18 müssen ja sowieso die leiblichen Eltern noch zustimmen. Würden diese Eltern überhaupt zustimmen und so weiter? Oftmals schwierige Themen. Und Patchwork-Familien sind meine Spezialberatung notwendig, wenn ich Kinder aus Vorbeziehungen habe, ich mich neu in eine Partnerschaft begebe, was soll dann sein? Da ist am besten die individuelle Beratung zu machen. Das war jetzt einmal der Teil Vererben. Jetzt kommen wir zu Schenkungen und Übergaben unter Lebenden. Was ist der Zweck der Schenkung oder der Übergabe? Dass ich schon vor meinem Ableben mein Vermögen aufteile und somit auch Klarheit zwischen meinen nächsten Nachkommen treffe. Denn es ist ja oftmals so, alles, was die Eltern geregelt haben, wird besser akzeptiert, als was nicht geregelt ist, weil natürlich zwei Personen meistens verschiedene Ansichten haben und es da auch bis zu Erbschaftsstreitigkeiten alle Möglichkeiten offen sind. Und es hat auch manchmal Steuervorteile, da muss man sich dann immer in der Beratung anschauen, ist es besser, unter Lebenden zu übertragen, weil es mit Gegenleistung eine gewisse Sinnhaftigkeit hat. Und bei der Steuer haben wir zwei Steuern, wir haben die Erwerbersteuer und die Veräußerersteuer, die Immobilienertragssteuer, wo es auch manchmal Situationen geben kann, wo es besser ist, unter Lebenden zu übertragen. Aber immer wieder da die individuelle Beratung suchen. Was sind die Unterschiede zwischen Schenkung und Übergabe? Eine Schenkung, ganz einfach, ist eine Übertragung ohne Gegenleistungen. Also ich lasse mir kein Wohnrecht schreiben, ich lasse mir kein Veräußerungs- oder Belastungsverbot schreiben. Umgekehrt, bei der Übergabe habe ich natürlich meine Belastungen für die Übernehmer. Ich will in meiner Wohneinheit, wo ich bisher gewohnt habe, weiterleben. Meine nächsten Nachkommen sollen sich kümmern, wenn ich heute krank bin. Sie sollen mir organisieren eine Heimkrankenhilfe, vielleicht auch eine 24-Stunden-Betreuung. Sie sollen den Einkauf mir die Besorgungen machen, wenn ich heute nicht mehr Auto lenken darf oder gesundheitlich einfach nicht mehr in der Lage bin, mich überhaupt mobil zu bewegen. Und das sind dass solange ich lebe oder solange ich nicht will oder über einen befristeten Zeitraum, dass ich dann halt nicht will, dass ohne meine Zustimmung die übergebene Liegenschaft übertragen wird. Was sollte man in den Übergaben regeln? Wichtig sind immer meine Nutzungsrechte, sprich, was will ich weiterhin uneingeschränkt nutzen, was nutze ich weiterhin mit meinen Mitbewohnern, also sprich Alleinbenutzung gewisser Wohnungsteile, gemeinsame Benutzung, Keller, Garten, wie auch immer, Garagenbenutzung. Dann ist immer wieder das Thema, wie schreibt man an? Schreibt man an immer Hälfte, Hälfte, wie so vor 30, 40 Jahren durchaus üblich war. Muss man nicht immer, man kann auch andere Quoten verwenden. Das bedarf aber immer der individuellen Beratung. Und will ich haben, dass die Nachkommen nach mir auch Mieter hineinsetzen dürfen oder muss ich gefragt werden? Darf die Liegenschaft mit oder ohne meiner Zustimmung veräußert werden? Und diese Dinge, die also dann individuell geregelt werden sollten. So, und jetzt kommen wir natürlich zu den Steuern. Das ist der dritte Part. Das ist immer der unangenehmste, weil wir wissen alle, wir zahlen alle nicht alle freiwillig gerne Steuern, aber wir haben sie. Also bei den Steuern und Gebühren im Übergabsbereich, im Erbschaftsbereich, prinzipiell ist er steuerfrei weiterhin Geldvermögensschenkungen. Also sprich, wenn mein Kind sich eine Eigentumswohnung kauft und ich finanziere ihm diese Wohnung, ist diese Geldschenkung steuerfrei, gibt es keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Was aber in der Praxis schon immer gemacht werden sollte, sind diese sogenannten Schenkungsmeldungen. Das ist im Prinzip nur eine Meldung des Vertragserrichters meistens, dass diese Geldschenkung stattgefunden hat. Hat aber steuerrechtlich keinerlei Bewandtnis. Und das Immobilienvermögen ist natürlich weiterhin steuerpflichtig. Das werden wir uns dann anschauen in der Folge. Weiters haben wir natürlich auch für die Grundbuchseintragungen der Eigentumsrechte Steuern oder Eintragungsgebühren zu bezahlen. Die sind im engeren Familienbereich, also in der Klassik Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder, Eltern, Schwiegerkinder, immer vom dreifachen Einheitswert der Immobilie zu berechnen und davon mit 1,1%. So, und jetzt komme ich dann zum nächsten Part. Das ist also, welche Bemessungsgrundlagen haben wir bei diesen
Übertragungen unter Lebenden, Schenkungen, Übergaben. Hier geht es immer vom Grundstückswert aus. Außer im landwirtschaftlichen Bereich gibt es eigene Ansätze. Und hier beginnen wir auch immer mit einem Steuertarif. Das ist dieser Stufentarif, der also bei der letzten Steuerreform eingeführt wurde. Was einfach gesagt heißt, im engeren Verwandtschaftsbereich, wie ich zuerst gesagt habe, in der engeren Familie, bis zum Schwiegerkind, Neffen, Nichte, haben wir zwischen 0 und 250.000 0,5% Steuer, zwischen 250 und 400.000 2% Steuer und darüber 3,5% Grunderwerbsteuer. Alle, die weiter verwandt sind oder gar nicht verwandt sind, zahlen weiterhin zum Beispiel vom Kaufpreis 3,5% Grunderwerbsteuer. Dann haben wir diese, das war zuerst die Erwerbersteuer, jetzt kommen wir zur Veräußerersteuer. Ja, da gibt es auch Steuern. Bis 2012 war es ja so, dass also diese alte Spekulationssteuer gegolten hat. Die haben wir leider nicht mehr, weil da waren wir meistens nach 10 Jahren steuerfrei. Heute wird geschaut, habe ich Hauptwohnsitzbefreiung und andere Befreiungen, die möglich sind. Prinzipiell trägt diese IMOEST, wie sie liebevoll heißt, immer die Verkäuferseite oder die Verkäufer. Und es geht immer davon aus, wann war der letzte entgeltliche Erwerb. Und aus der Erbschaftsschenkung ist der Verkauf auch immer steuerpflichtig, weil hier wird immer angenommen, ich trete ja eigentlich mit meiner Erbschaft in die Position ein meines Vorgängers. Nein, hier wurde steuertechnisch ein sogenannter Break gemacht. Ich werde nur individuell betrachtet und muss leider, wenn ich heute ich vererbe von meinem Vater, bekomme ich ein Haus, verkaufe es weiter und habe dort keine der Befreiungsbestände, die wesentlichen zwei sind, die Hauptwohnsitzbefreiung, das heißt, ich habe dort, gibt es zwei Tatbestände, entweder ab Anschaffung 2 Jahre schon gewohnt oder ich habe die letzten 10 Jahre, 5 Jahre durchgehend bewohnt, ja, habe ich keine Steuerbefreiung. Hier muss ich dann immer die Steuern zahlen und da sind wir wieder beim Vormodell, wie ich es dargestellt habe. So, ich hoffe, dass ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten und über die Steuermöglichkeiten, über die Möglichkeiten der Vererbung, über die Konsequenzen der verschiedenen Möglichkeiten gegeben habe und bedanke mich, was ich zum Schluss schon sagen will, es ist immer wichtig, vorher fragen zu können, die individuelle Beratung zu suchen, weil dann passiert es nicht, dass es ein böses Erwachen gibt. Danke. Ja, herzlichen Dank an den Notar Magister Strasser. Wichtige Ausführungen, die, wie angekündigt, dazu führen sollen, dass Fragen entstehen, dass auch die eine oder andere Antwort dabei ist, aber die für Sie auf jeden Fall klar machen, dass Sie gewisse Dinge einfach im Vorfeld überlegen sollten und regeln, damit Sie dann, wie es geheißen hat, zu keinem bösen Erwachen kommen. Ja, das heißt, wie kann es nun weitergehen, wenn Sie hier noch ein paar Informationen brauchen, wenn Sie wirklich Ihre individuelle Situation entsprechend beleuchtet haben wollen? Wie gesagt, es stehen Ihnen für ein kostenloses Beratungsgespräch unsere RIMEX-Expertinnen und Experten in den jeweiligen Regionen zur Verfügung. Sie gehen dafür einfach auf die Seite rimax.at. Wenn Sie eine Bewertung wollen, mit dem Zusatz bewerten, wenn Sie über Verkaufen nachdenken, Verkaufen und bei Vermietung das Gleiche, einfach auf rimax.at gehen, Sie finden dort alle möglichen Wege. Oder aber Sie kennen schon einen RIMEX-Makler, Maklerin vor Ort, mit der Sie schon Kontakt hatten oder die Ihnen schon besonders positiv aufgefallen ist, dann gehen Sie einfach auch auf unsere Seite rimax.at/Immobilienbüros, geben dort Ihre Adresse ein oder den Namen, wenn Sie ihn haben, und kommen auf die unmittelbaren Kontaktdaten. Das ist natürlich ein noch wertvollerer Kontakt, wenn Sie schon jemanden bei uns kennen, weil dann können Sie dann auch entsprechend direkt auf diese Person zugehen. Und natürlich auch wichtig, die Themen rund um Erben und Vererben und Schenken. Auch die Notare stehen Ihnen natürlich hier österreichweit zur Verfügung, damit Sie den für Sie passenden Notar, sprich den vor Ort Zuständigen finden, gehen Sie einfach auf www.notar.at. Dort haben Sie die Möglichkeit, über eine Suchfunktion Ihren in der Region zuständigen Notar auch entsprechend zu finden. Ja, da bleibt mir nur, mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben, uns auch bei diesem Thema zu begleiten. Ich möchte aber auch gerne die Möglichkeit nutzen, Sie vielleicht auch einzuladen zu unserem nächsten Vortrag, das wäre dann der dritte in dieser Reihe,
der geplant ist für Mittwoch, den 28. April um 18 Uhr wieder. Das Thema werden sein 33 Tipps für Immobilienverkäufer, wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Immobilie zu verkaufen und vielleicht sogar darüber nachdenken, das einmal selbst zu probieren. Hier werden wir versuchen, Ihnen das eine oder andere an Gedanken, an Ideen mit auf den Weg zu geben. Und im sichersten Falle tragen Sie sich diese Terminerinnerung gleich ein, denn Sie können auch das schon über die Homepage entsprechend sich vormerken lassen, dass Sie dann auch rechtzeitig wieder erinnert werden. In diesem Sinne, danke auch von meiner Seite und ich hoffe, ich werde Sie bald wiedersehen.